Hallöchen, willkommen zurück zu Dave the Diver. Ich habe das Smartphone gerade aufgeräumt, damit da unten links nicht immer hier steht, oh, du hast Neuigkeiten. Ja. Dann gucken wir mal. Wir haben immer noch das Event in 2 Tagen, dass wir die Quallen sammeln dürfen. Ich würde fast sagen, wir werden diesmal auch ausschließlich Quallen mitnehmen. Und vielleicht diese Seeengel in Angriff nehmen, aber wir werden nicht zu den Dudis da unten gehen. Ich habe keinen Bock, gegen 12.000 Haie zu kämpfen. Schon gar nicht, wenn ich mein treues Netz dabei habe. Seile und so andere Gegenstände nehmen wir natürlich schon noch mit. Ich glaube, wenn sie so blubbeln, sind die vielleicht... Na, doch nicht so notwendig. Ich dachte, die wären für eine Eco-Quest oder so. Aber nö. Ich nehme die... Dreifachachsel nicht mit, aber wir zerlegen die. Komm. Ah, Fragmente, genau das, was ich brauche. Wunderbärchen. Oh. Okay, langschnäuziges Seepferdchen. Dann solche Zutaten nehme ich dann auch mit. Wir brauchen Agar-Agar. Um so ein bisschen Salate zu machen. Den Seestern brauchen wir nicht. Oh, da drüben ist schon mal was Qualliges. Das sagt... Oh, scheiße. Den habe ich gar nicht beachtet. Ich dachte, da gäbe es noch eine Quest von wegen Halte die Meere sauber. Nein. Ich habe eigentlich gesagt... Okay, wir bleiben dabei. Oh, warte mal, wir haben doch die neuen Handschuhe, oder? Ja, mit diesen Tauchhandschuhen sollte es möglich sein, Seeigel einzusammeln. Seeigel-Sushi, allein der Gedanke daran lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Okay. Wir können ab sofort auch Seeigel holen. Nice. Komm, die Schüssel nehmen wir auch. Und das Seepferdchen auch. Ein pazifisches Seepferdchen. Kann ich dann auch dieses kleine Scheißgedöns hier einfangen? Oh ja! Weißfußgarnelen. Okay, okay, okay. Es ist so viel neues, interessantes Zeug. Was, diese Igel sind 1 Kilogramm schwer? Holy. Zack. Spiegelei-Qualle, 1 Kilo passt. Wir müssen die sowieso auch noch für die Eco-Quest einfangen. Oh, da ist noch ein Seepferdchen. Stirb! Du stirbst bitte nicht. Dich möchte ich lebendig haben. Dankeschön. Da werden wir dann auch erstmal alles Mögliche in die Tanks werfen und hoffen, dass die sich vermehren, vermehren, vermehren. Blitzerpunspitze nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja. Ah, scheiße. Nicht geswitcht. Günstig, ne? Aber gut. Da oben ist Munition. Du bist relativ selten. Bevor ich die Munition jetzt da rumfliegen lasse. Ne? Oh, was ist hier los? Oh! Der Amazonas-Delfin. Oh, wo ist dein Kumpel jetzt? Oder bist du zum Fotografieren? Sprich mit mir! Also er sieht nicht besorgt aus, ne? Er sieht zumindest nicht besorgt aus. Ja, der Amazonas-Delfin von vorhin. Was, wenn er von den Wilderern gefangen wird, wenn er hier so rumschwimmt? Wenn wir seine Existenz bekannt machen, dann wird es den Wilderern vielleicht schwerer fallen, ihn zu jagen. Ich sollte ihn fotografieren und über ihn in der Fisch der Woche berichten. Alright.
Was ist herzförmiger Wassertropfen? Der ist nicht herzförmig. Oh. Der Kamerafokus ist wieder nicht. Der herzförmige Wassertropfen war zwar nicht mehr sichtbar. lecker. Komm. Das ist doch hier. Ja gut, der Wassertropfen ist angeblich dabei, aber ich sehe ihn nicht. Aber wir machen ein Foto. Naja. Durchgestochen, aber dann doch nichts passiert. Tschüss, Delfin. Ich nehme die Muscheln jetzt trotzdem auch mit. Ja, komm. Wir haben eigentlich so viel Platz, ne? Dass das auch immer anders aussieht, ne? Bei jeder Pfeilspitze irgendein anderes, ja, Minigame. Okay, es wiegt nicht so viel, was wir hier von ihm rausschneiden, das passt schon. Ich brauche mehr Quallen. Oh, da ist nur ein Barracuda. Aber auch eine Kochzutat, ne? Das ist natürlich dann wieder die andere Sache. Ich habe einen anderen Fisch dahinter gestromt. Ja, und ich habe ihn damit umgenietet. Ups. Entschuldigung! Aber dieses Weißbreitkopf irgendwas. Gut, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn der. Okay, hat gepasst. Ich dachte, wir schleudern den gegen die Wand, ne? Aber nö. Alles easy. Miau. Erheben wir uns vielleicht auf, falls wir dann doch gegen oder an den Hai gelangen oder so. Ich glaube, wir sind zu weit rechts. Ich glaube, in den Kalksteinhöhlen sind die. Es sind noch mehr Quallen. Hauptsache lebend. Ich weiß, wir hätten noch einen Schuss, aber muss nicht. Seil, dankeschön. Die würde mehr Schaden machen. Ja. Dann verwerten wir die gleich. Na komm. Ja, das mit dem Verwerten ist eigentlich gar nicht mehr verkehrt. Warte. Schwarze Tigerhörnele. Ist ungewohnt, dass du da wirklich alles brauchen kannst, ne? Jetzt.
Wo sind die Quallen? No! Jetzt wäre ich fast in die Dornen geschwommen. Come on. Alter, was wir an Munition hier angeboten kriegen, ist auch stark, ne? Aber hey. Gucken wir mal nach links. Ob da was Gequaltes ist. Oh, Schnodder. Wow. One hit. Wir müssen sogar die Barracuden. Barracudas, wie auch immer, einfangen. Zu wissen. Blup. Ha! Seil versteckt. Ich möchte hier so ein bisschen nach oben. Dann machen wir auch ein bisschen schneller. Holz brauchen wir nicht wirklich. Dich töten wir aber noch. Bam. Dich gleich mit. Ach, leider nur einen erwischt. Ah, 4 Kilo. Aber Sepia ist schon... Ich glaube, damit kannst du schon gut was anfangen. Aber lass mal kurz hier reingucken. Dafür, dass wir nur Quallen holen wollten, haben wir echt wenig Qualle dabei. Ich weiß nicht, den roten... Es ist auch alles gutes Zeug, ne? Es ist alles gutes Zeug. Wir können auch nicht ewig hier rumschwimmen. Dich nehme ich noch mit, mein Lieber. Die 3,6 Kilo. Oh. Uff. Die 3,6 Kilo haben wir auch noch. Für dich ist auch noch Platz. Und für das Seepferdchen. Hat sich bei der Fluchtkapsel versteckt. What the hell? Oh, nicht nice, dass wir jetzt voll sind. Dann schmeiße ich vielleicht doch... Na. Euch weg. Schauen wir mal, ob einer reicht. Ja. Dann können wir das ganze Netz abernten. Na. Ah, können wir auch nicht verwerten. Schade. Ja gut, Fluchtkapsel. Nee, warte, ich weiß gar nicht, ob da unten eine Fluchtkapsel war.
Wir steigen auf. Jetzt holen wir uns nochmal die Munition. Ja. Bin gespannt, was wir mit den Seeigeln anstellen können. Und ich weiß leider auch nicht, wo diese krasse Quallenhöhle ist, ne? Mit diesen. Ich glaube, das war Sand, Kalkstein-Qual. Irgendwie sowas. Kalksteinhöhle. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen mehr Quallen. So viel steht fest, ja. So, einmal kurz zum Boot. Hey, Udo. Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Wow, ein Amazonas-Delfin! Den werde ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Bloß nicht. Du Spaß! Ja, ja. Toll, taufen wir einen Pinky und machen seine Existenz publik. Wieso denn kleiner Finger? Dann werden die Wilderer nicht mehr so leichtes Spiel haben. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren und deinen Lesern wird es bestimmt gefallen. Wunderbar, für den Bonus kriegen wir nochmal ein Drittel dazu, nice. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Jo, geht klar. Ich frage mich ja, was wir zu Bancho schicken und was zum Fischladen. Und warum... Ach so. Hier haben wir neue Sachen drin. Das ist auch so eine Chose. Warte mal, hier, Seepferd. Alter, wie viele Seepferdchen gibt's denn? Holy fuck. Oh, das sieht ja cool aus. Und das sieht aus wie, wie hieß das? Seedragon? Das auf Stufe 3 ist neu, das auf Stufe 3 ist neu, auf Stufe 3 ist neu. Weißt du, und das musst du halt alles einmal andütteln, damit das hier nicht mal am Handy als neu angezeigt wird. Das ist so ein bisschen... Ugh. Ja, einfach ugh. Und die Sachen werden wir erst abgeben, wenn wir alles haben davon. Also nicht irgendwie Stück für Stück. Ich möchte jetzt mal kurz zu den Fischen gehen und mir das mal ganz kurz anschauen. Sind unsere Quallen jetzt da drin oder nicht? Okay. Drei Quallen und Weißfußgarnelenrogen. Okay. Ich dachte, ihr macht hier kleine Babys. Aber nee. Die machen scheinbar keine kleinen Babys. Da kommen einfach nur die Rogen dazu. Ha. Kann ich eigentlich mehr Zeug kaufen, oder? Ich hab dir schon mal von dem Thema Dichte erzählt, richtig? Wenn die Dichte 100% erreicht, kannst du keine Fische mehr hinzufügen. Denk dran, ja. Oh, ach, komm. Oh. Nein! So. Kannst du hier Fläche erweitern für 50 Meter und hier für 130? Dann Nachtflächen kannst du kaufen. Okay. Komm, wir weiterhin einfach mal das Ding ins Moment hier. Das könntest du sogar nochmal erweitern? Wie viel passt denn da jetzt rein? Lass mal erstmal rechts gucken. Okay. Okay, das sind 3% und hier hast du 3,16%. Gut. Gut zu wissen, aber... Keine Ahnung, wie das mit dem... mehr Quallen reinschmeißen funktioniert. Musst du die aus den Eiern irgendwie rausholen? Oder musst... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das mit den Eiern funktioniert. Oder mit den... Ja, ich mache jetzt neue Quallen rein. Ah, okay. Ich würde sagen... Ich nehme jetzt die Dreifachachsel mit. Wir gehen runter. Komm, wir gehen runter. Ja, doch. Wir gehen zur Zufahrtsstraße, vielleicht gibt es da auch diese Seeengel. Wir werden unterwegs höchstwahrscheinlich nichts fangen. Einfach damit wir schnell bleiben. Vielleicht so ein bisschen was. Vielleicht ein bisschen was. Vielleicht sammeln wir so da unten zum Beispiel den Seestern, den Seeigel, das Seil. Das kannst du alles mitnehmen, ne? Kochutensilien und sowas, klar. Ja, apropos. Oh nein, eine unrichtige... Ach so.
Oder hier, das Kleinzeug, weil wir da eh noch nicht so viel haben. Gucken wir mal, ne? Also dann versuchen wir das mit dem... mit dem Foto hier nochmal. Quallenverspeisung sollen wir mit drin haben. Das ist wieder unscharf, oder? Mhm. Ah, das blinkt manchmal. Okay. So, dann haben wir das. Ich dachte mal, ich habe da immer zu früh aufgehört, weil ich mir dachte, nicht, dass wir das nicht hinbekommen. So, ne? Ha. Dickbauch-Seepferdchen. Das ist mein Spitzname in der Highschool gewesen. Nein, natürlich nicht. Nice. Baseballschläger. Wenn da eine Sniper drin ist, schade, nein. Die will ich nicht. Die Sniper wär nice, ne? Aber... ich geh mal kurz zur Kiste darüber. Schockschlagstock. Gleicher Schaden, nur noch ein bisschen mehr Bums. Oh, den Baseballschläger kann ich nicht zerlegen. Schade. Schade eigentlich. Ups. Euch will ich eigentlich gar nicht, ne? Oh! Das sollte eigentlich nicht einfach so ballern. Aber hey. Die anderen zwei schmeiße ich gleich raus. Die Munition hole ich mir und dann geht's wieder auf den Weg. Die Schüssel lasse ich jetzt auch mal da. Oh, warte, update die Teile hier nicht. Oh, und das Seepferdchen nehme ich mit. Ganzen kaputtgeschossenen Scheiß erstmal rausgehauen. Blub, blub. Oh, die armen Fische. Die armen Fische! Oh, die tun mir schon so ein bisschen leid. Ups. Ja, Giftharpunenspitze nehme ich mit. Den Hai erschieße ich auch. Peaks. Wow, also 27 mit der Spitze, auch krass, ne? Also die ist momentan gar nicht so falsch. Warte mal, den Sauerstoff holen wir uns erstmal noch nicht. Den holen wir uns gleich. Oh. Eine Bombe. Nice.
Wie RT aktivieren? Ich habe doch noch gar keine gelegt, oder? Okay. Man kann zwar drücken, aber die explodiert zum Glück nicht in unserer Tasche. Aber dann haben wir wenigstens schon mal was gegen den großen Hai. Weil ich da ehrlich gesagt lieber weglaufen würde. Die Teile hole ich mir noch. Oh, keine Muni mehr. Komm her, Hai. Wunderbar, nichts passiert. Wir sind fast wieder komplett voll. Ne? Wir sind schon wieder nur noch 0,2. Was? Okay, und die werden wir jetzt haben. Holy. Was schmeiß ich denn bitte schon weg? Moment, man kann die Seepferdchen verarbeiten? Okay. Okay, ich dachte, die wären vielleicht irgendwie für ein Aquarium oder sowas. Aber wenn wir die verarbeiten können. Das wiegt doch alles nichts. Wo haben wir denn das ganze Gewicht? Hier 2,5, 1,8. Ja, 7. Die Barracuda sind schon schwer, ne? Das Tigerheizzeug möchte ich schon mitnehmen. Das okay. Dann lass mich zwei hier die blauen Muscheln wegschmeißen. Ach, vergessen, dass die mehr als 0,1 wiegen. Wiegen ja 0,2. Ja, egal. Egal. Was wiegst du? 0,1. Hier sind die Seeengel. Die wiegen auch 0,1. Ungünstig. Sie brauchen definitiv mehr Platz. Auf Anhieb den richtigen Knopf gedrückt. Das will bei mir was heißen mit der Taschenlampe. Au. Trotzdem reingedüdelt, ne? Haben wir da gerade eine Dings ignoriert? Eine Sauerstoffflasche? Ich glaube schon. Hä, bewegt sich dieser Felshaufen? Okay. Das kann ja nichts Gutes heißen. Ey, du schon wieder. Okay. Okay. Er ist ja neulich, diesmal werde ich dich nicht entkommen lassen. Vorher weiß er, dass das der Tintenfisch von neulich ist. Mm-hmm.
Oh, da braucht es mehr als einen. Sehr gut, Weg ist frei. Sauerstoff am Start. Notfallsauerstoff. Dann hole ich mir auch noch die Kochzutat, bitte. Sorry! Aber dich schmeiß ich raus. Uns fehlen noch zwei Seeengel. Einfach drüber geblättert, oder was? Ah, hier, die Seespinne. Bin gespannt, wie man die halbwegs vernünftig fängt. Hey, wie kannst du es wagen, zweimal Tinte zu versprühen? Damit kommst du nicht davon. Frage Banjo nach Takoyaki. Takoyaki. Tja. Oh! Okay. Ich kann da wohl jetzt auch durch. Oh, er ist wieder entkommen. Er ist wirklich sehr schnell. Und wird das fallen gelassen. Er lässt jedes Mal was fallen. Vielleicht ist er nicht so boshaft, wie ich dachte. Vielleicht will er nur spielen. Fakt, dankeschön. Schauen Sie mal wieder drüber. Okay, das rechts ist so ein Nasendulli. Was bist du? Kann ich dich einnetzen oder? Tatsache. Schiffsbootschnecke. Gutes Futter. Das werden wir wohl ausnahmsweise mitnehmen. Jetzt sind wir bei 34 Minuten Aufnahme. Also ich zumindest. Ich glaube 32 oder sowas für euch. Giftscharfschützengewehr. Ja, das nehme ich. 40 Damage? Ja, bitte. Dürfen wir jetzt nicht vergessen, gleich Dingensbums Kirchen rauszuschmeißen. Diese Seespinne. Diesmal gucke ich auf die Sterne. Wenn irgendwo ein Einser auftaucht, dann wissen wir das. Ist jetzt ganz unten? Ich jetzt ganz unten, ich pack's nicht. I don't pack it. Ah. Bisschen Sauerstoff. Können wir auch ein bisschen Gas geben hier. Kann ich... Na, das ist Nahkampfwaffe, die kannst du nicht zerlegen, ne? Schade. Hätte ich jetzt... Oh oh. Oh oh. Oh, klasse. Shit. Hätte ich jetzt einen Tranquilizer oder Betäubungsnetz gehabt, ne? Aber nö. Oh, weites Seepferdchen, was? Meinten die vielleicht weißes anstatt whites? Oh gut. Bombe, ich weiß ja nicht. Hey, ich bin's wieder. Oh, du bist zurück, Mensch. Ich hatte schon Angst, du wärst auf dem Rückweg von einem Kragenhai gefressen worden. Sie redet wie jemand, den ich kenne. Ich denke, ich werde den Pfahl rausziehen können, wenn ich die Taucherhandschuhe von Dr. Bacon benutze, der an Land lebt. Bacon! In unserer Sprache klingt dieser Name wie verdorbenes Walfleisch. Okay, warte einen Augenblick. Lass mich versuchen zu ziehen. Und schon halbe weg, ne? Ja. Gedrückt halten, Junge. Zumindest RT, nicht die Richtung.
Noch schlechter, ja? Wirkungsvoll, aber nicht effektiv genug. Ich denke, ein weiterer Versuch könnte genügen. Ach Mensch, da drüben ist noch ein weiterer Felshaufen. Alright. Da drüben gibt's nichts Bewegliches. Ich muss erst nachsehen. Okay, dann müssen wir hier wohl durchdüddeln. Oh. Doch, es geht hier noch weiter. Ich nehme mal an, dass das der richtige Weg ist. Hier geht's durch, oder? Tatsache. Aber ob es hier dann runter geht? Eher nicht. Betäubung, jo, nehme ich. Damit hätten wir die Qualle auch gut fangen können, eventuell. Ne? Aber der hat eh schon gepiept und so, also von daher. Wir gucken mal von unten ran. Sauerstoff ist auch nicht das große Problem. Wir haben notfalls noch eine weitere Flasche. Ich glaube, die switche ich gleich mal hier hin. Sicher ist sicher. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Ja, nö, ist okay. Wenn ich das gedrückt halte, nope, aktiviert sich nicht jedes Mal. Seite kann man nichts machen. Ich muss versuchen, hinten rum zu gehen. Ja, dann versuche das mal. Gibt es hier irgendwo was Böses oder warum haben wir Schießeisen bekommen? Futsch. Du bist auch futsch. Ah, shit. Er lebt wieder. Okay. Ich schmeiß... Oh, was schmeiß ich denn raus? Ich schmeiß die Barracudas weg. Und den Toten, die tote Qualle. Alter, waren wir gerade kurzzeitig agil. Schade. Schade. Betäubungsdreifache Achsel. Ja, nochmal Betäubung nehme ich mit. Nice. Also hier unten kriegst du auch gut Qualliges hin, ne? Das wäre der letzte, den wir betäuben und einfangen könnten. Oh, come on. Okay, er ist tot. Ich möchte gerne das Seepferdchen haben. Come on. Ja, die Folge wird ein bisschen lang. Sollen wir... Wo ist... Moment, wo ist das Tote? Ah, hier. Völlig random mittendrin, ne? Sollen wir hier erstmal Poisken machen? Ich würde fast sagen, ja, mittendrin, ne? Sehen wir uns in der nächsten Folge an, aber die Folge würde sonst viel zu lang dauern. Leute, macht's gut, bis dann und ciao!